Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, man höre und staune. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll der Deutsche Bundestag feststellen, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite abgeschafft wird. Millionen von Menschen haben darauf gewartet, denn man hat ihnen versprochen, dass mit dem Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite auch die Freiheitseinschränkungen aufgehoben werden. Freiheitseinschränkungen, die viele Bürger massiv getroffen haben, die Existenzen vernichtet haben und die zu unzähligen Kollateralschäden geführt haben. Heute könnte also für viele dieser Menschen ein Tag der Freiheit werden, ein Freedom Day, wie ihn etliche andere Länder bereits gefeiert haben. Aber wenn man sich Ihren Entwurf mal genauer anschaut, stellt man fest, Sie streichen zwar die epidemische Lage, aber die Maßnahmen sollen bleiben. Die können jetzt ja nun, Sie fordern das Wort wörtlich so, unabhängig davon getroffen werden, ob eine solche Lage überhaupt vorliegt. Und Sie setzen im vorliegenden Gesetzentwurf ja noch einen drauf. Sie reden hier zwar munter vom Parlament und den Diskussionen im Parlament, aber erstens, die nächste Klüngelrunde ist schon geplant. Wir haben es gehört, der Ministerpräsidentenstammtisch soll wieder zusammentreten. Und zweitens, Sie wollen verstetigen in diesem Gesetzentwurf, dass es auf die Entscheidung des Bundestages nicht mehr ankommt. Und Sie wollen die Beteiligung der Landesparlamente auch noch aushebeln. Damit degradieren Sie die Herzkammern unserer Demokratie erneut zu Statisten. Und dieses undemokratische Verhalten wird von unserer Fraktion abgelehnt, meine Damen und Herren. Der vorliegende Gesetzentwurf, und wir haben es ganz deutlich hier vom Rednerpult von Herrn Scholz und Frau Göring-Eckardt gehört, er wird zu zwei Dingen führen. Zu einer extremen Ausweitung der 2G-Regelung in etlichen Bundesländern und darauf aufbauend zu einem weiteren massiven und unanständigen Druck auf Menschen, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht impfen lassen wollen. Wir als AfD-Fraktion, wir haben ein anderes, ein freiheitliches Menschenbild im Vergleich zu Ihnen allen. Für uns ist die Impfung eine persönliche Entscheidung eines jeden Bürgers. Und diese Entscheidung muss freiwillig und ohne direkten oder indirekten Zwang erfolgen. Und wundern Sie sich denn nicht, dass die Bürger da draußen Ihnen schlicht und ergreifend nichts mehr glauben? Die STIKO zieht gerade die Impfempfehlung für unter 30-Jährige mit dem Impfstoff von Moderna aufgrund von Nebenwirkungen zurück. Für einige wohl zu spät, meine Damen und Herren. Die Boosterimpfung oder Drittimpfung, die von Ihnen auch heute wieder als Weg aus der Pandemie propagiert wird, die wird von der Fachwelt immer noch überhaupt nicht für die Gesamtbevölkerung empfohlen. Das ist schlicht und ergreifend Unfug. Die Einzigen, die es empfehlen, sind die selbsternannten Virologen hier im Deutschen Bundestag, die meinen, sie müssen der Bevölkerung erklären, was für sie gut und richtig ist. Und das aktuellste und unsinnigste Beispiel Ihrer Corona-Politik der Widersprüche ist die sogenannte 2G-Regel. Diese Regel ist schlicht und ergreifend sinnlos. Denn sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben uns gelehrt, dass auch Geimpfte und Genesene ansteckend sein können. Und diese Menschen, Geimpfte und Genesene, wiegen sich also ohne Test in geschlossenen Räumen und auf Großveranstaltungen in vermeintlicher Sicherheit und stecken andere Personen an, während negativ getestete Menschen, die nachweisen können, dass sie nicht ansteckend sind, draußen bleiben müssen. Da geht es Ihnen nur um Impfdruck, denn ginge es Ihnen tatsächlich um eine Maßnahme des Infektionsschutzes, dann müssten Sie, wenn überhaupt, alle Anwesenden ohne Ansehen des Impf- oder Genesenenstatus testen, meine Damen und Herren. Oder um es mit den Worten des ehemaligen Chefvirologen der Charité, Professor Krüger, zu sagen, 2G ist nicht sicherer, aber unfreier. Und wir als AfD-Fraktion, wir lehnen auch weiterhin Ihre Ideen der Unfreiheit und des Zwangs ab und stehen stattdessen für eine Rückkehr zu Freiheit, zu Eigenverantwortung und zu vernunftbasierter Politik. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Stellen Sie doch eine Zwischenfrage, wenn Sie das fragen möchten. Freue ich mich drauf. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Susanne Fersche.